Seit dem 10. Januar 2024 gibt's eine neue Sammelheftreihe zu Warhammer Age of Sigmar namens Stormbringer. Daher möchte ich euch in den folgenden Minuten die Vor- und Nachteile des Abo-Systems, den Inhalt wichtiger Ausgaben und einige Spartipps für gezieltes Sammeln vorstellen. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wahrscheinlich wird jeder von euch in den vergangenen Jahren etwas von den Sammelheften Warhammer 40.000 Conquest und Warhammer 40.000 Imperium mitbekommen haben. Denn jede Ausgabe enthielt neben Hintergrundinfos zum 40k-Universum, Spielregeln sowie Bau- und Bemalanleitung auch noch Miniaturen, Gelände oder Farben, um nach jeweils rund anderthalb Jahren zwei 40k-Armeen und passendes Gelände gesammelt zu haben. Gegenüber den offiziellen Games Workshop-Preisen ließen sich dabei sogar einige hundert Euro sparen. Und wer nicht alle Ausgaben kaufen wollte, konnte die Hefte gezielt entweder über den Verlag Hachette, den Kiosk seines Vertrauens oder auf dem Gebrauchtmarkt bekommen. Jetzt hat Hachette die dritte Sammelserie am Start, Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Genau 80 Ausgaben lang bis zum 30. Juli 2025 lässt sich damit prima in die Fantasy-Welt des Tabletop-Universums einsteigen und zwei Armeen sammeln, die primär aus Stormcast Eternals und Orks bestehen. Jedes Heft enthält neben klaren Bau- und einsteigerfreundlichen Bemalanleitungen zahlreiche Fluff-Passagen und Hintergrundgeschichten. Außerdem werden die Spielregeln Schritt für Schritt erklärt und mit jeder Ausgabe sachte erweitert. Es fängt also ganz einfach und passend zu den vorhandenen Figuren an und wird mit jedem Heft komplexer. Entsprechend ist Warhammer Age of Sigmar Stormbringer wieder eine tolle Heftserie für Neulinge im Tabletop-Hobby. Abgesehen von den vergünstigten Ausgaben Nummer 1 und 2 kosten alle weiteren Hefte jeweils 10,99 € und enthalten entweder Hartplastikfiguren zum Zusammenbauen, passendes Fantasy-Gelände, Farben aus dem Games Workshop Sortiment und weiteres Zubehör wie Pinsel, Würfel und Spielmaterialien. Im Abonnement erhält man Ausgabe Nummer 3 übrigens gratis, sprich die Hefte 1 bis 3 kosten dort zusammen nur 9,98 €, die Hefte 4 bis 80 dann jeweils 10,99 €. Zusammen sind das 856,21 €. Am Zeitschriftenkiosk kosten alle Ausgaben zusammen 867,20 €, also 10,99 € mehr. Warhammer Age of Sigmar Stormbringer kann über verschiedene Wege abonniert werden. Und abhängig davon, mit welcher Ausgabe man einsteigen möchte, gibt's noch Gratisgeschenke dazu. Üblicherweise bekommt man dann alle 6 Wochen Post mit genau den 6 Heften, die jeweils erst demnächst am Kiosk erscheinen würden. Bezahlt wird immer erst nach der Halt der Ausgaben, wobei man natürlich ein Rückgabe- und Kündigungsrecht hat. Mehr dazu auf zum Beispiel der Hachette-Website. Für 2 Euro Aufpreis pro Heft kann man das Abonnement auch als sogenannte Premium-Version beziehen. Für diese insgesamt 160 € Aufpreis bekommt man dann nach und nach insgesamt 4 Extra-Hefte und große Figurensets im Wert von rund 400 €. Man sollte also mindestens 2 der 4 Sets haben wollen, damit sich das Premium-Abo lohnt. Denn Vorsicht, kündigt man das Abo mittendrin, gibt's kein Geld für nicht erhaltene Premium-Sets zurück. Warhammer Age of Sigmar Stormbringer erscheint zeitgleich in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Beim Abonnement in Deutschland fallen keine Versandkosten an. In den anderen Ländern werden 50 Cent pro Ausgabe fällig. Also insgesamt 40 € extra für Abos in Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Im Mutterland England ist die Serie übrigens schon länger im Handel, was für uns ziemlich praktisch ist. Denn dank Websites wie fauxhammer.com können wir dort schon mal den Inhalt aller 80 Ausgaben einsehen. Und dort wird sogar die Ersparnis zum Inhalt der einzelnen Hefte gegenüber den offiziellen Games Workshop Preisen aufgelistet. So hat Fauxhammer auf ihrer Website halbwegs exakt ausgerechnet, dass die 80 Hefte letztlich GW-Produkte im Wert von rund 1.700 € enthalten. Gegenüber dem Preis der kompletten Sammelserie in Höhe von 867,20 € wäre dies eine Ersparnis von rund 830 €. Allerdings sind die Preisangaben auf Fauxhammer nicht immer aktuell bzw. ganz korrekt, auch die 10-20% Rabatte bei vielen Händlern sind dann nicht berücksichtigt.
Rein rechnerisch bekommt man für die 10,99 Euro Kaufpreis pro Heft also rund 21 Euro an GW-Materialien. Bei genauerer Betrachtung schwankt der jeweilige Wert allerdings erheblich. Viele Hefte bieten nur eine geringe Ersparnis gegenüber den offiziellen Games Workshop-Preisen oder den Rabattangeboten bei Händlern. Die größte Ersparnis hat man primär bei Charaktermodellen oder bestimmten Einheiten, die Games Workshop nur in großen Sets oder teuren Einzelboxen anbietet. Hier lohnt sich definitiv die Preisrecherche auf Fauxhammer.com und zur Kontrolle der Vergleich auf der GW-Website. Wer nicht alle Hefte und deren Inhalt braucht, sondern gezielt nur bestimmte Figuren möchte, kann die Ausgaben auch nachträglich im Online-Shop von Hachette bestellen. Allerdings sind begehrte Ausgaben oft direkt vergriffen, daher empfehle ich Folgendes. Macht euch vorab eine Liste, welche Ausgaben ihr unbedingt möchtet und bestellt diese bei einem Kiosk vor, der die Stormbringer-Reihe führt. Geht dafür am besten zu einem inhabergeführten Kiosk und nicht zu einer Zeitschriftenecke im Supermarkt, wo solche Bestellungen leicht mal untergehen. Während die Warhammer 40.000 Imperium-Serie erschien, habe ich so fast all meine gewünschten Ausgaben erhalten. Nur eins von rund 25 Heften habe ich damals nicht bekommen und es mir dann für rund 16 Euro auf dem Gebrauchtmarkt besorgt. Warhammer Age of Sigmar ist ideal, wenn man selbst, gemeinsam mit einem Freund oder mit seinen Kindern in Age of Sigmar einsteigen möchte. Wer hingegen als aktiver Tabletop-Spieler nur ein paar der Modelle haben möchte, schaut besser auf Fauxhammer.com nach, um die entsprechenden Ausgaben beim Kiosk seines Vertrauens vorzubestellen. Hierbei lassen sich dann echte Schnäppchen machen, denn beispielsweise diese drei Orok Bolt Boys bzw. Bolzenschießer kosten bei GW 42,50 Euro, dem Stormbringer Heft Nummer 14 liegen sie für nur 10,99 Euro bei. Viel Spaß euch nun beim Preise recherchieren, Hefte vorbestellen oder beim Abschließen eines Abos. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!